Hallo und herzlich willkommen bei IDEA TV. Der Leiter von Hillsong Germany, Freimut Haverkamp, widerspricht Kritik an seiner Kirche. In dem achteiligen Podcast Toxic Church – Die Hillsong Story hatte die Journalistin Kira Funk schwere Vorwürfe gegen Hillsong Germany erhoben. In deren Gemeinden würden Menschen manipuliert und ausgenutzt. Haverkamp bezog dazu im Interview mit IDEA Stellung und betonte, wir tricksen keine Leute aus. Ziel sei es nicht, Leute anzulocken, sondern eine Kirche zu bauen, in der sich so viele Menschen wie möglich wohlfühlen. Zwar habe man nicht immer fehlerfrei agiert, etwa im Umgang mit ehrenamtlichen Mitarbeitern, jedoch wolle seine Kirche künftig verstärkt auf den Einsatz ihrer Mitarbeiter achten. Die dafür nötigen Prozesse seien bereits eingeleitet worden, so Haverkamp. In einer Woche öffnet der 38. Deutsche Evangelische Kirchentag in Nürnberg seine Tore. Für den Posaunenchor aus Hummeltal in Oberfranken stehen die finalen Proben an. Neben musikalischen Auftritten hat der Kirchentag vieles mehr im Angebot und lenkt den Fokus auf Themen, die die Menschen beschäftigen. Auch Thomas de Maizière, Präsident des 38. Kirchentags, freut sich auf die Veranstaltungstage. Der Kirchentag besteht ja immer aus einem großen Dreiklang. Aus den geistlichen Angeboten, von Bibelarbeiten über Gottesdienste bis zu Abendsegen. Dann die Kultur, vom Rezipieren bis zum Mitsingen. Und dann die großen gesellschaftspolitischen Debatten, vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler, die Friedensethik. All das wird im Mittelpunkt stehen und ich hoffe, das Programm ist für alle attraktiv. Der Kirchentag findet alle 2 Jahre an wechselnden Orten statt. Zehntausende Gäste werden erwartet. An 5 Tagen werden etwa 2000 Programmpunkte angeboten, die alle unter einem Motto stehen. Das ist der erste große Kirchentag nach Corona. Wir haben eine Losung, die auf die Zeit passt. Jetzt ist die Zeit, das deutet an, dass wir in besonderen Zeiten leben, in schwierigen Zeiten, in erklärungsbedürftigen Zeiten. Und wir wollen eine Zeitendeutung versuchen, gemeinsam mit allen, die daran interessiert sind, zu verstehen, was geschieht. Soweit die IDEA TV Nachrichten. IDEA wünscht Ihnen Gottes Segen. Tschüss und bis bald.